Habe ich Anspruch auf die Grundrente, wenn ich 17 Jahre freiwillige Beitragszeiten im Versicherungsverlauf stehen habe? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. In § 76 G Absatz 2 SGB 6 steht sinngemäß geschrieben, Grundrentenzeiten sind solche Zeiten, die mit Ausnahme von ALG 1, Hartz 4, Arbeitslosenhilfezeiten und so weiter, nach § 51 Absatz 3a SGB 6 auf die 45 Jahre Wartezeiten anzurechnen sind. Da gibt es dann noch einen Verweis auf den § 55 Absatz 2 Ziffer 1 SGB 6. Und auf den kommt es ja möglicherweise an. Und im Grundsatz heißt das, dass freiwillige Beitragszeiten, die zwar in den 45 Jahren Wartezeiten mit anerkannt werden können, unter bestimmten Voraussetzungen, aber nicht, grundsätzlich nicht als Grundrentenzeiten gelten. Das heißt also, die 17 Jahre sind eigentlich weg. Davon gibt es aber eine Ausnahme, und zwar, wenn freiwillige Beitragszeiten nach § 55 Absatz 2 Ziffer 1 SGB 6 als Pflichtbeitragszeiten gelten. So, und da muss man ganz genau schauen, ob diese freiwilligen Beitragszeiten eben nach Bundesrecht Pflichtbeitragszeiten sind. Und wenn die keine Pflichtbeitragszeiten sind nach Bundesrecht, dann sieht es schlecht aus. Und in den meisten Fällen ist das so, wer also wirklich freiwillig in der gesetzlichen Rentenversicherung versichert war, für den greift eben diese Ausnahmevorschrift des § 55 Absatz 2 nicht. Das heißt, die 17 Jahre gelten dann nicht als Grundrentenzeiten. Damit ist klar, dass im Grundsatz freiwillige Beitragszeiten in der gesetzlichen Rentenversicherung nicht als Grundrentenzeiten nach § 76 G Absatz 2 SGB 6 gelten. Ausnahme, wenn sie nach Bundesrecht als Pflichtbeitragszeiten zu bewerten sind. Aber das ist wirklich die Ausnahme. Also, ich vermute, unser Kunde wird wahrscheinlich keinen Anspruch auf die Grundrente haben. Ich habe ihm geraten, das nochmal genauer durchprüfen zu lassen, ob nicht eventuell seine Zeiten genau in den Ausnahmetatbestand mit reinfallen. Ansonsten wird das nämlich nichts mit der Grundrente. Wir brauchen für die Grundrente mindestens 33 Jahre Wartezeiten. Das sind 396 Kalendermonate an anrechenbaren Grundrentenzeiten. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.